Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus unserem Parkbauprojekt Lost Island. Und ihr habt wieder richtig tolle Namensvorschläge für die Dinosaurier der letzten Folge in die Kommentare geschrieben. Und einige von euch haben sich hier auch verewigt. Und das Besondere auf dieser letzten Insel soll sein, dass diese halt ein bisschen waldiger ist und ja, nicht ganz in der Mitte, aber irgendwo hier, denke ich mal, möchte ich versuchen, einen Vulkan zu machen. Natürlich einen schlafenden Vulkan, der dann schon eingewuchert ist und sowas. Aber das würde ich ganz cool finden, wenn wir sowas in die Richtung einigermaßen cool hinbekommen. Ich werde hier auch ein wenig das Land mal erhöhen. Und jetzt ziehe ich mal den Vulkan hoch. Echt gespannt, wie der Vulkan gleich aussieht. Weil ich habe noch nie versucht, einen Vulkan zu bauen mit diesen neuen Tools. Ich hatte damals mal ein Parkbauprojekt, da habe ich es gemacht. Aber da hatten wir noch nicht diese Tools, dass wir das Land wirklich steiler anheben können. Und da sah der Vulkan dann auch eher so, ja, semi-gut aus. Ich muss hier, glaube ich, jetzt auch erstmal die richtige Position finden, die dann von außen gut aussieht. Das geht schon in eine coole Richtung, ne? Wenn da dann so ein Berg ist. Ist jetzt gerade noch ein bisschen sehr fett, der Berg, aber das werde ich jetzt noch ändern. Dann pinsel ich mal das Ganze an. Und jetzt versuche ich mal, da dann noch ein Loch reinzumachen. Das klappt sogar ganz gut. Stellt euch mal vor, man könnte hier noch Lava oder so einzeichnen und so Rauch, der da rauskommt. Das wäre heftig. Aber so ist auch schon cool. Also, dass man jetzt die Möglichkeit hat, hier so einen Vulkan zu bauen, der dann auch nach Vulkan aussieht, ist schon gar nicht schlecht. Aber so als Mittelpunkt und Highlight von dieser Insel finde ich das echt cool.
Ich glaube, von der Größe her ist der auch, oder von der Höhe her ist der auch schon ausreichend. Ich glaube, viel mehr sollte ich da nicht machen. Werde jetzt aber hier auch nochmal allgemein so ein bisschen das Terrain anheben und ein bisschen verformen. Jetzt müssen wir natürlich wieder die einzelnen Territorien von den Dinosauriern festlegen. Hier oben kommt dann definitiv eins hin. Dann würde ich hier unten noch sagen, halt überall da, wo wir dann auch Wasser unterbringen können, weil, ja, ihr wisst ja, die Dinos brauchen Wasser. Hier machen wir auch eins hinter. Übrigens immer lieber zu viel als zu wenig Wasser einzeichnen, weil es geht halt ja noch was verloren, habe ich ja schon öfter gesagt. Seht ihr jetzt, wenn ich hier überglätte, ist auf einmal nur noch eine kleine Pfütze da. Aber so eine kleine Pfütze reicht ja aus. Ich will ja auch nicht zu sehr übertreiben mit Wasser, weil wir ja schon so viel Wasser um das Ganze drumherum haben. Ich überlege, ob ich hier noch ein Territorium einzeichne, weil ich würde gerne noch ein paar mehr Dinos da unterbringen. Deshalb mache ich hier auch nochmal Wasser hin. Am Strand ist aber eher unrealistisch, dass da Wasser ist. Vielleicht werde ich dann hier schon so ein paar Bäume oder so vormachen. Also ich habe es zumindest nie irgendwo gesehen, dass an einem Strand, wo Salzwasser ist, dann direkt eine Süßwasserquelle daneben ist. Ob das Sinn macht. Ich fange jetzt erstmal an, den ganzen Vulkan ein bisschen felsiger zu gestalten. Oh, wie groß das ist. Okay. Das ist auf jeden Fall ausreichend. Ich habe es jetzt echt kleiner eingeschätzt. Aber wenn man den Felsen so im Vergleich dazu sieht, da ist der Vulkan definitiv groß genug. Würde ich jetzt mal behaupten. Wir müssen halt jetzt viel da mit Fels und so außenrum dekorieren, damit es cool aussieht und nicht so langweilig aussieht. Das werde ich jetzt auch mal eben wieder im Speedbild machen. Das ist, glaube ich, alles angenehmer dann für euch. Ja, ich finde, hier oben beim Vulkan muss dann auf jeden Fall ein Fleischfressergehege hin. Am besten für einen großen Fleischfresser. Irgendwie so ein Rexy oder so. Bin ich mir noch unsicher. Wir gucken gleich mal, was es so zur Auswahl gibt. Aber dann werde ich hier auch nochmal das Land ein wenig anheben. Und da soll dann ein Futterspender eigentlich schon hin. Damit der auch mal hier oben frisst. Das würde ich ganz cool finden. Machen wir mal hier den Futterspender schon mal hin. Der wird dann auch das Wasser hier nutzen. Ich zeichne das jetzt schon mal ein. Es wird hier nochmal sehr, sehr spannend werden.
Sieht aber jetzt schon sehr cool aus. Aber so langsam merke ich, wie die FPS runtergehen. Ich bin froh, dass das hier schon quasi die letzte Folge sein wird. Ist halt echt immer ein bisschen schade. Also gerade wenn ich jetzt so Zäune oder so ziehe, merke ich schon, wie das Spiel anfängt zu laggen. Naja, kann man nichts machen. Ich habe es diesmal auf jeden Fall besser gemacht als bei unserem letzten Parkbauprojekt. Das muss man definitiv sagen. So, ich glaube, ich will auch nicht, dass der da runter geht. Mir, glaube ich, ein bisschen zu steil. Denk mal so bis hier. Und dann kann er hier wieder am Rand entlang gehen. Dann kann er hier noch so ein bisschen Dschungel oder so kriegen. Wäre jetzt so meine Idee. Aber vielleicht können wir auch noch ein Stück machen, wo er zum Strand gehen kann. Dass man ihn auch am Strand mal sehen kann. Vielleicht hier dieses kleine Landstück hier. Das sieht eigentlich ganz nice aus. Dabei ist es auch alles gar nicht so wichtig, dass es jetzt alles mega gerade und schön aussieht, weil das wird ja eh unsichtbar. Aber das wäre dann so unser erstes Territorium für einen großen Fleischfresser. So, die Territorien sind eingezeichnet und ich werde weitere Futterspender platzieren. Wo ich jetzt hier die ganzen Zäune unsichtbar mache. Und dann wird es wieder schwerer einzuschätzen, wo ich die ganzen Futterspender denn hinmachen möchte. Hier mache ich dann, glaube ich, mal große Pflanzenfresser rein. Ich glaube, da muss ich echt erst später die Futterspender machen. Aber hier vorne hätte ich gerne einen, weil man kann das wirklich so aussehen lassen, als wenn dann die Sauropoden von einem Baum fressen. Das werden wir da dann mal ausprobieren. Hier mache ich aber schon mal die Dinger hin. Ich denke mal, ich mache auch hier vorne am Strand mal einen hin. Und dann hier im Wald. Warum nicht? Hier könnten wir auch noch mal kleinere Fleischfresser hinmachen. Haben wir auch schon, oder haben wir bis jetzt noch gar nicht benutzt, glaube ich. Das heißt, hier brauchen wir auch wieder Fleischfutterspender. Vielleicht auch noch mal hier nach oben, dass die auch einen Grund haben, da hochzugehen. Mal noch ein bisschen glatter das Ganze gestalten. Ist halt echt immer doof, dass man sich die Zäune, wenn die komplett unsichtbar sind, gar nicht mehr anzeigen lassen kann. Macht sie irgendwie immer alles schwieriger. Ist auch nochmal ein riesiges Gebiet. Da können wir halt auch nochmal ein Mischgehege machen mit Pflanzenfressern. Mach auch hier schon mal einen hin. Hier kommt ein Futterspender hin. Und vielleicht hier unten oder so. Müssen wir mal schauen. Vielleicht müssen wir hier auch nochmal ein bisschen mehr Wasser unterbringen. Aber ich mache jetzt erstmal alle Zäune unsichtbar soweit. Wird jetzt auch nochmal ein bisschen dauern. Aber dann nimmt das auch alles Form an. Und jetzt ist alles weg und unsichtbar. Und die Insel steht. Das geht aber sogar eigentlich noch mit den FPS. In meinem anderen Park war es viel, viel schlimmer. Das muss man einfach sagen. Aber wir haben jetzt auch noch viel zu tun. Wir müssen jetzt noch viel gestalten und viele Objekte platzieren. Ich werde aber tatsächlich auf dieser Insel versuchen, so viel wie möglich mit diesem Tool hier zu arbeiten, was Bäume und so angeht. Weil das halt nicht so viel FPS sieht, wie jetzt, wenn ich alles einzeln platziere. Denk mal, das kriegen wir auch schon hin, dass es dann ganz cool aussieht, alles. Einfach alles bewalden. Und dann wieder am Strand müssen wir natürlich wieder ein bisschen mit Palmen und so ein bisschen mehr was machen.
Und hier beim Vulkan will ich auch noch ein bisschen Grün mit reinbringen dann. Das nicht ganz so langweilig aussieht. Das schon so ein bisschen überwuchert ist. Ich glaube, dieses Dunkelgrün ist ganz nice. Geht schon in eine sehr gute Richtung. Aber auch nicht zu viel. Also hier ist es mir schon ein bisschen zu viel. So sieht das schon echt gut aus. Nice. Von dieser Seite auch nochmal ein bisschen mehr. Dass so richtig schon mit Moos überwachsen ist. Hier vorne genauso. Fehlt echt nur noch der Qualm aus dem Vulkan. Das wäre mega, wenn man sowas noch hätte. Vielleicht kommen ja irgendwann solche Mods, dass man solche Düsen bekommt mit Qualm oder irgendwie so, ja, wasserfallmäßig oder so. Das wäre heftig, wenn jemand sowas modden würde. Würde ich mega feiern. Aber gut. Ich bin jetzt schon so zufrieden, was man alles mit Mods machen kann. Oh. Wenn man rauszoomt, sieht das hier irgendwie ein bisschen komisch aus. Also ich glaube, ich habe hier ein bisschen zu sehr übertrieben oben. Ich glaube, in dem inneren Bereich hier mache ich das mal nicht. So. Nur so am Rand. Dann sieht man es. Ja, dann sieht es von Weitem auf jeden Fall auch besser aus. Ist aber schon cool. Hat jetzt schon ein bisschen einen anderen Stil. Ich muss sagen, die Küste sieht hier am Rand nicht ganz so gut aus wie an den, auf den anderen Inseln. Aber man muss halt auch bedenken, dass es alles viel größer ist. Und ja, die FPS langsam leiden. Also ich will jetzt nicht zu sehr übertreiben, weil ich halt hier auch gerne das Safe-Game für euch veröffentlichen würde. Werde ich auch tun. Also es ist ja die letzte Folge. Das heißt, das Safe-Game von dieser Insel Lost Island werdet ihr in der Videobeschreibung finden und könnt es da mal selber ausprobieren. Sieht doch schon cool aus. Alles in allem ist eine coole Inselgruppe geworden, muss man sagen. Hier muss ich gleich auch nochmal ein bisschen überglätten und so, aber das sind alles so der Feinschliff. Aber die letzte Insel ist jetzt auch soweit fertig und gefällt mir ganz gut. Ich glaube, da steht jetzt nichts mehr im Wege und wir können das Ganze besiedeln. Und wir fangen direkt mit dem König von Lost Island an, nämlich dem Tyrannosaurus Rex. Und das gleich zweimal in zwei coolen Skins. Geht sogar direkt hier futtern, wie es aussieht. Beziehungsweise erstmal die Helis anschreien. Ja, die sehen doch so wundervoll aus, die Skins. Das ist jetzt übrigens das Gehege, was hier so hingeht und dann bis nach hier oben. Der andere Rex rennt, glaube ich, auch gerade bis nach da oben. Muss aber dann durch einen tiefen Dschungel. Ich habe übrigens die Insel nochmal ein wenig verändert. Ein bisschen mehr Bäume und so eingezeichnet. Jetzt bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Trinkt dann hier wahrscheinlich an dem Fluss. Das ist mega. Können ja mal schauen, ob wir jetzt eine gute Sicht hinkriegen. Ja, mit dem Vulkan im Hintergrund. Wie nice ist das denn? Aber teilweise merkt man schon, wie die FPS ein bisschen schwinden. Habe ich zumindest das Gefühl. Also ich glaube, ich bin hier wirklich am Limit. Bei dem Projekt haben wir es echt perfekt gemacht. Viel mehr hätte ich nicht bauen dürfen. Und hier vorne in dem Bereich kommen die ersten Sauropoden. Nämlich drei Brachios. Kommen aber gleich noch mehr Dinosaurier hin in dem Bereich, weil der ist relativ groß. Wir müssen aber jetzt noch mal gucken, wie wir das mit den Futterspendern machen. Die habe ich nämlich noch nicht eingebaut. Da gibt es ja auch diese unsichtbaren. Genau diese hier. Ich denke mal, ich werde die dann versuchen zu platzieren an so Bäumen. Und dann einfach mal hoffen, dass es so aussieht. Oder einigermaßen zumindest so aussieht, dass die von diesen Bäumen fressen. Solche Bäume verschwinden leider. Vielleicht muss ich dann da nochmal einen selbstplatzierbaren oder einen selbstplatzierten Baum hinmachen. Da gibt es ja auch einige. So einen zum Beispiel. Vielleicht noch ein bisschen höher. Ich mach mal so einen hier hin. Und dann gucken wir mal. Ich weiß, der passt jetzt hier nicht ganz perfekt hin. Aber wenn wir da nochmal ein paar Palmen vormachen, dann fällt das, glaube ich, gar nicht so auf. Also ich habe halt auch noch keine Erfahrung mit diesen Futterspendern, die unsichtbar sind.
Das klappt ja mega gut. Ich meine, dass sie von der Palme fressen, ist vielleicht nicht ganz so realistisch. Wäre wahrscheinlich nicht so deren bevorzugtes Food. Aber das funktioniert ja mal mega nice. Mir fallen sogar dann so die Blätter und sowas runter. Okay, das ist ja richtig cool. Hier habe ich übrigens nochmal geguckt, dass ich den Baum nochmal austausche gegen den anderen Baum, weil der irgendwie nicht so ganz da reinpasst. Ich bin aber auch noch nicht fündig geworden mit einem, mit dem ich 100%ig zufrieden bin. Gibt es ja auch mittlerweile so viele Bäume. Ich mache hier einfach diesen Standardbaum hin. Der fällt ja gar nicht auf. Glaube ich am smartesten. Und dazu kommen noch 4 Sinoceratopse, die gerade landen. So sehen die aus. Ihr könnt natürlich immer noch schöne Namensvorschläge für die ganzen Dinos in die Kommentare schreiben. Auch wenn keine weitere Folge mehr kommt, werde ich die noch umbenennen. Also, dass sie dann da von den Baumwipfeln wirklich fressen, finde ich mega cool, dass es so gut klappt. Und dann kommen schon die nächsten Dinosaurier, nämlich Gute Muttersaurier heißen sie, glaube ich, auf Deutsch. Irgendwie sowas. 5 Mayas, Mayasaura. Mache ich auch leider sehr, sehr selten. Wo die eigentlich hübsche Dinos sind, muss man sagen. Oh, wie schön die herumlaufen. Sie sollten ja eigentlich auch trinken und fressen haben. Ja, hier ist fressen, da ist fressen. Und das gehört, glaube ich, auch noch zu deren Bereich. Ja, doch. Die haben mehr als genug fressen. Trinken können sie dann auch da oben im Wald. Perfekt. Wie cool die Rexys hier oben bei dem Vulkan rumlaufen. Finde ich mega nice. Oder frisst er gerade? Da müssen wir aber noch ein bisschen was hinplatzieren. Einen Stein oder so, damit das ein bisschen abgedeckt ist. Sind immer so groß, diese Steine. Vielleicht muss ich dann doch wieder diese Dinger hier nehmen. Ist, glaube ich, so die ordentlichste Lösung, um das zu verstecken. Aber näher ran komme ich auch nicht mit den Blumen. Oder mit den Pflanzen. Sieht aber schon cool aus, wenn die da oben rumlaufen. Sind übrigens gerade schon die nächsten Dinos gelandet in diesem Bereich. Auch schon am Fressen. Das sind... Ah, bleib mal still stehen. 4 Deinonychus. Auch sehr cool. Unsere ersten kleinen Fleischfresser, wenn mich nicht alles täuscht. Die sind ja auch so mega hübsch, ne? Gerade die Skins von den Farben gefallen mir sehr gut. Die haben wir jetzt hier in diesem Bereich untergebracht. Und in den letzten Bereich kommen 4 Stegos. Auch mit wunderschönen Skins. Ich weiß, ich hätte noch viel mehr Dinosaurier hier unterbringen können vom Platz her. Aber ich will nicht zu sehr übertreiben wegen den FPS. Weil einige von euch wollen das ja sicherlich auch runterladen und mal selber spielen. Und ich möchte halt nicht, dass es dann unspielbar für euch ist. Und die Skins passen wieder mega gut. Richtig schön. Die sind dann hier auf der Ecke. Hier vorne können dann die Rexys sogar runter zum Strand gehen. Sind aber gerade wieder da oben. Ich glaube tatsächlich auch, dass dieses Lost Island Projekt nicht ganz so schlecht von den FPS ist. Weil wir so gut wie keine Menschengebäude benutzt haben. Und keine Wege und sowas. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also, dass wir wirklich einfach so eine Naturgegend gebaut haben. Dadurch läuft es dann viel, viel besser. Ihr könnt übrigens gerne Vorschläge für ein neues Projekt in die Kommentare schreiben. Weil ich möchte sehr bald schon wieder das nächste Bauprojekt anfangen, weil mir das momentan so viel Spaß macht. Aber Leute, Lost Island ist jetzt soweit abgeschlossen. So sieht das Ganze aus. Ist eigentlich ganz cool geworden. Falls euch das Projekt gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ihr könnt auch gerne nochmal Namensvorschläge für die ganzen Dinos, die ich freigelassen habe, in die Kommentare schreiben. Und ich würde sagen, ihr seht jetzt nochmal ein paar Bilder von unserer fertigen Insel Lost Island.